Frenkel frottelt. Heute. Let's play together Diablo 3. Featuring Mone. So, und zwar hier zum Beispiel ein Langschwert des Gemetzels dabei. Da setze ich jetzt mal große Hoffnungen drauf. Mhm. An alten Scheiß! Nix ist besser als das, was ich hab, verflucht. Ausbalancierte Doppelaxt habe ich hier. Also magisch muss es schon sein. Sonst ist es für ein Pobbes. Hochwertige Axt. Einhand 15,7. So nein. Wenig. Und wie gesagt, sie muss natürlich magisch sein. Sonst nein, das wollte ich nicht. Kommst du weiter? Ja. Wo bist denn du? Ach, du bist da hochgegangen wieder, ne? Es geht ja nicht anders. Da sind auch schon Gegner. Ach, ich bin so ein bisschen beengt hier, ey. Kling und Schepper. Schepper und Kling. So, weiter geht's. Da lang? Endlich muss erstmal wieder meinen Hass etwas auffrischen. Es geht nur, wenn ich stehen bleibe. So. Au weh, au weh. Klick, 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 klick. Mann, Mann, Mann. Das war viel. Was fandst du? Ich habe ja nicht gesagt, die waren gut. Ich habe gesagt, die waren viel. Ach so. Das ist ja schon ein Unterschied. Oh, da ist der Kopf. Wollen wir ihn holen? Jetzt warte mal, erstmal gucken. Wir haben da oben auch noch nicht alles abgegrast. Oh, aber wir können doch den Kopf trotzdem holen. Ja, aber vielleicht ist dann ja vorbei. Pff, na und? Nur mal kurz noch hier lang gucken. Siehst du? Siehst du? Oh, die zwei Käfer. Den Kopf können wir dann auch schnell eintüten. Nein, ich will mal jetzt drauf. Sterben alle beide für immer. Für immer. Ja, vielleicht sollten wir im Hardcore-Modus spielen. Das würde die Leute vielleicht mehr unterhalten. Meinst du, weil wir dann ständig verrecken oder was? Na klar, in jeder zweiten Folge. Das würden die total gut finden wahrscheinlich. Ach, geh. Oh mein. Langschwert des Bären, ist das was für dich? Ist magisch. Das kann ich doch nicht einfach so sagen, wenn ich es nicht gesehen habe. 46,8. Ja, das klingt sehr gut. Ja, es ist auch gelogen, hat 16,8. Ah. Hast dich kurz gefreut, ne? Eigentlich habe ich mir was anderes gedacht. Ich habe mir gedacht, aha. Kaum weist sie mal drauf hin, findet sie auch was. Das heißt, sie hat schon tausend Sachen übersehen. Das habe ich gedacht. Ach so. Hallo. So, hier ist im wahrsten Sinne des Wortes Ende Gelände. Ah, sieht aus wie ein Bruchtal hier, ne? Ja. Genau, und jetzt gehen wir zum Zohan. Ja. Und holen uns den Kopf. Hoffentlich ist er gewaschen. Und stinkt nicht. Ich nehme das Schwert aber trotzdem mit. Das kann man verkaufen. Ja. Da komme ich ja gar nicht weiter. Du läufst mir hinterher. Ah, ja. Ah, ich hab's gesehen. Ah, ah. Herrlich. Mir hinterherlaufen ist ungefähr so sinnvoll wie... Ja, da müsst ihr jetzt leider alleine durch. Naja, es ist ja nur klein. Werde ich. So, leg dich nicht mit Zohan an.
Wir machen es trotzdem. Oh. Ja, die Brücke ist groß aus. Aua, voll aufs Fressbrett, ey. In einer Sache. Ich mach mal ein wenig lahm, ne? Haut immer nur mir in die Fresse. Und macht mich langsam. Ja, alles. Sollte dir mal zu denken geben, ne? Ah, ich hab nicht aufgepasst. Uiuiui. Das werde ich nicht tun. Hatte ich jetzt gerade mal Glück? Komm, nimm einen Trank. Komm, Junge. Aua! Ich brauche Hilfe. Mann, der haut mich aber ganz schön, ey. Das sind aber noch andere Idioten, die da jetzt kommen. Ja, ja. Das Problem ist nur, ich kann gerade nicht, weil... Jetzt kann ich wieder. Jetzt, wo sie weg sind, kann ich wieder. Unterarmschienen. Arabes Dengel. So. Das war's? Ich glaube, wir sollten immer ein bisschen genauer gucken, weil so Smaragde auch mal rumliegen. Da kann man zum Eingang reisen. Warte mal. Ich muss jetzt noch mal gucken. Was habe ich denn hier gefunden? Nix Gescheites natürlich wieder. Naja, der Rüstungsdings ist nicht. Der Helm ist nicht schlecht. Ich habe einen 68er Helm, aber du hast ja auch einen. Ein 68er! Aber du hast den 54er, ne? Auch ja. Mit Gelb. In ja. Gelb. Ja, das heißt, wir könnten jetzt mal zurück, ne? Yep. Hier, durch die Oase? Ja, machen wir das mal. Bing! So fein! So. Das war aber eigentlich völlig sinnlos. Wir müssten ins versteckte Lager, steht da. Sprecht mit Adria. Naja, dann tun wir uns doch teleporten, oder? Was hältst du davon? Ja, das hätten wir aber da auch gleich machen können. Egal. Stimmt. Muss jetzt erst wieder was loswerden, gell? So, dieses und jenes. Kennt man ja, ne? Ja. Wenn du dich weiter so zurückhältst, wirst du nie besser werden. So. Ich würde mich ja auch erstmal auffüllen wieder ordentlich, ne? Ein bisschen Segen holen allerweil. Es tut mir leid, dich so fordern zu müssen, aber es muss getan werden. Der Gürtel, der ist aber doch jetzt mal langsam besser als der andere, ne? Ja. So. Jetzt machen wir mal keinen Fehler hier, ne? Nee. Ziehen uns die Rüstung an, gehen da mal zu dem anderen Heini. An den ich hab jetzt schon drei Edelsteine. Klebt fast kein Blut mehr. Der Wahnsinn. Drei? Ja. Na, vier eigentlich. So. Kann ich schon mal mit dem Typen babbeln? Ja. Oder willst du dabei sein? Nein. Äußer. Mal kurz labern. Mit der Adria. Es ist soweit. Lea, wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe.
Oh, Lea wirkt jetzt irgendeinen Zauber. Ich lebe. Und ich bin nicht dabei. Soltun Kull. Wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren. Damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Ja. Jetzt müssen wir mit dem Ono reden. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alles. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Ich werde mit euch gehen. Wir sollten Kults Kopf mitnehmen. Vielleicht kann er uns helfen. Ich werde ihn in eure Tasche legen. Na toll, jetzt tragen wir auch noch einen Scheißkopf mit uns rum. Oh, echt, ey, es erinnert mich ein bisschen an Hellboy. Wieso? Hast du den? Ich hab keinen Kopf. Hab ich einen? Ich wüsste nicht. Na, vielleicht war das auch nur symbolisch gemeint. Ja, also ich hab den nicht, hoffentlich nicht. Also, es ist jetzt Folgendes. Wir machen für heute mal Schluss. Ja. Ich muss jetzt noch einmal ganz klar sagen, wir haben es in den letzten Folgen mehrfach wiederholt. Die Zuschauerzahl ist nicht so prickelnd gewesen bei Diablo 3 und ich habe das Problem, dass ich andere Projekte habe und eines davon einstellen muss. Eventuell war das jetzt hier die letzte Folge Let's Play Together Diablo 3. und ihr seid schuld. Ihr seid schuld. Falls sich in den letzten Folgen was getan hat in Sachen Klickzahlen und Likes und so weiter, das sieht man ja, das kann ich ja jetzt noch nicht wissen, dann würden wir weiterspielen, das müssen wir mal sehen. Ich habe aber keine große Hoffnung, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass wir uns hier das letzte Mal hören und, naja, sehen eigentlich nicht wirklich. Ja, dann sagen wir mal vorerst tschüss, ciao, auf Wiedersehen, ne? Bye, bye.